Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin Lukas Weigersdorfer, ich bin Diplom-Verwaltungswirt und heute sprechen wir über ein Thema, über das wir bereits einmal gesprochen haben. Es geht um Pflichten von Beamten. Es gibt bereits einen ersten Teil auf diesem YouTube-Kanal und jetzt, heute folgt also der zweite Teil. Und ich werde euch heute weitere Pflichten erklären, die für Beamtinnen und Beamte gelten. Also künftige Anwärterinnen und Anwärter unter euch, wie ist das heutige Video wichtig? Denn was heute gesagt wird, gilt für euch in eurem künftigen Dienstverhältnis. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem neuen Video. Sprechen wir heute zuerst über die Gehorsamspflicht. Diese ist im Paragraph 35 des Beamtenstatusgesetzes verankert bzw. dort festgelegt. Ja, unter dem Begriff Gehorsamspflicht, da kann man sich jetzt erstmal etwas drunter vorstellen. Das heißt, Gehorsam, naja, wahrscheinlich Loyalität gegenüber dem Dienstherrn und genau das ist damit auch gemeint. Die Gehorsamspflicht umfasst insbesondere auch die Befolgung einer Anweisung, auch bei Loyalitätskonflikten. Allerdings gibt das Beamtenstatusgesetz zugleich das Recht auf Remonstration. Das bedeutet, wenn Beamte Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen haben, dann müssen sie diese Bedenken unverzüglich ihrem Dienstvorgesetzten melden. Wenn der Dienstvorgesetzte den Beamten zurückweist, kann sich dieser Beamte an den nächsthöheren Dienstvorgesetzten wenden und seine Bedenken ihm gegenüber melden. Wenn auch dieser diensthöhere Vorgesetzte die Anordnung bestätigt, dann ist der Beamte selbst nicht mehr dafür verantwortlich. Man sieht also, es gibt diese Gehorsamspflicht und wer jedoch in gewissen Situationen Bedenken hat gegen die Rechtmäßigkeit einer dienstlichen Anordnung und jegliches Handeln von Behörden basiert ja auf dem Gesetz. Ohne gesetzliche Grundlage darf eine Behörde nie handeln, dann gibt es eben dieses Recht auf Remonstration. Die Gehorsamspflicht ist grundsätzlich aber eine sehr wichtige Pflicht von Beamten, denn wie gesagt, erst einmal hat ein Beamter ja eine dienstliche Weisung zu befolgen und diese auszuführen. Er ist weisungsgebunden. Und das ist für das Funktionieren eines Staates und einer öffentlichen Verwaltung auch sehr wichtig. Kommen wir als nächstes zur Pflicht zu achtungs- und vertrauenswürdigem Verhalten. Diese ist auch im Beamtenstatusgesetz festgelegt. Damit ist insbesondere gemeint, dass der Beamte ein taktvolles Auftreten hat gegenüber Kolleginnen und Kollegen, gegenüber Vorgesetzten, aber auch gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, wenn er in einem Servicezentrum beispielsweise eingesetzt wird oder wenn er telefonische Auskünfte erteilt. Auf all diese Bereiche, also nicht nur behördenintern, sondern eben auch im Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern, ist dieses taktvolle Auftreten gefordert und ist eine Pflicht von Beamten. Insbesondere auch das gesetzmäßige Verhalten gehört eben dazu, also die Befolgung von Gesetzen, die für Beamte gelten, die genauso für andere Bürger gelten. Und dann gibt es ja noch die besonderen Vorschriften aus dem Beamtenrecht, die besonders ja für Beamte oder die eben das Beamtenverhältnis regeln und auch diese sind natürlich zu befolgen. Sehen wir uns nun die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit an. Diese ist im Paragraph 37 des Beamtenstatusgesetzes festgesetzt. Wenn einem Beamten gewisse dienstliche Angelegenheiten bekannt werden, er diese bearbeitet, so hat er darüber Verschwiegenheit zu behalten. Wer gegen die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit verstößt, dem drohen zum einen disziplinarrechtliche Folgen und unter Umständen auch strafrechtliche Folgen. Eine Verletzung des Dienstgeheimnisses oder auch eine Verletzung des Steuergeheimnisses ist in gesonderten Paragraphen im Strafgesetzbuch verankert bzw. kann somit geahndet werden. Als nächstes sprechen wir über die Herausgabepflicht. Beamtinnen und Beamte haben auch nach Beendigung ihres Dienstverhältnisses auf Verlangen ihres Dienstherrn amtliche Schriftstücke sowie Dokumente herauszugeben. Wichtig ist dabei, das gilt natürlich nur für solche Aufzeichnungen, Schriftstücke und Dokumente, die dienstliche Angelegenheiten betreffen. Diese Verpflichtung geht auch auf die Hinterbliebenen bzw. Erben über, wenn also Schriftstücke, Dokumente vererbt werden, die in Bezug stehen zu dem Dienstverhältnis, dann sind auch diese Erben oder Hinterbliebenen eben zur Herausgabe dieser Unterlagen gegenüber dem Dienstherrn des ehemaligen Beamten verpflichtet.
sprechen wir nun über die Pflicht zu bürgerfreundlichem Verhalten, die in der AGO, in der Allgemeinen Geschäftsordnung, in den Paragraphen 4 bis 9 festgeschrieben ist. Das bedeutet, es wird festgelegt, wie sich Beamte gegenüber Bürgerinnen und Bürgern zu verhalten haben. Und diese Pflicht zu bürgerfreundlichem Verhalten wurde eben extra gesetzlich festgesetzt. Man will ja im New Public Management weg vom strengen Über-Unterordnungsverhältnis Behörde gegenüber dem Bürger, sondern das Ganze soll ja eher wie ein Servicezentrum wirken, wie eine Serviceeinheit gegenüber Bürgern, die dort ihre Leistungen bekommen, die dort eben Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Die folgende Pflicht trifft nicht alle Beamten. Es handelt sich um die Pflicht zum Tragen von Dienstkleidung. Das gibt es nur in gewissen Bereichen. Es gibt dazu sogenannte Bekleidungsvorschriften, wie beispielsweise im Bayerischen Beamtengesetz, in dem festgelegt wird, dass Beamte ihr Gesicht in Ausübung ihres Dienstes nicht verhüllen dürfen, es sei denn, dienstliche Gründe sprechen dagegen. Das betrifft jedoch weite Teile der allgemeinen Verwaltung nicht. Das bedeutet, in Stadtverwaltungen, im Landratsamt beispielsweise, dort gibt es natürlich nicht in jedem Bereich eine Kleidungsvorschrift. Ja, wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne einen Daumen nach oben, folge unserem Kanal bei YouTube und schaue auch gerne auf unserer Website www.beamtentester-vorbereitung.de vorbei. Bis zum nächsten Video, ich wünsche dir eine gute Zeit, mach's gut, dein Lukas.